So, dann werde ich jetzt ein Spiel als Treiber machen. Die Regularien sind ähnlich wie die beim Spiel als Jäger. Beim Spiel als Treiber bewegen sich nur die Ringe. Aber ich denke mal, auch hier werde ich kein perfektes Spiel hinkriegen. So, Madame Hooch ist wieder gut gelaunt. Dann ab dafür. Da und? Da, ja. Perfekt. Perfekt. Also ich habe hier gar keine Zeitbegrenzung, da kann ich mir hier Zeit lassen. Ah, trotzdem nicht perfekt, Mann. Damit ist schon wieder das perfekte Spiel versaut. So, da, oh, der Schnatz ist da und da ist mir der... hier ist der Klatscher. Hier ist ja... Hier, nie, keine Zeitbegrenzung und keine Reihenfolge. Da kann man sich ja echt Zeit lassen, aber trotzdem kriegt man es nicht perfekt hin. Wieder nicht. Nicht perfekt. Ja, das muss ich auch nicht perfekt, ich kann ja eh kein perfektes Spiel mehr machen. Wozu gebe ich mir überhaupt Mühe? So. Aber jetzt kann ich ja mal zeigen. Ach, ich wollte jetzt mal zeigen, dass ich ja auch alles falsch machen könnte, weil ich das Spiel trotzdem gewinne, aber wenn es keine Reihenfolge gibt, dann mache ich mal so. Mal gucken, ob ich. Hey! Oh, nee. Da hat wieder die. Da hängt wieder die Maus, schade. Jetzt. Oh, alle verpasst. Oh! Das war mal ein Fehlschuss. Aber wir sind trotzdem noch in Führung. Und wir haben gewonnen. Ja. Allerdings werde ich jetzt nicht direkt... also ich werde schon jetzt direkt weitermachen, allerdings nicht im Real Life. Denn ich muss ja jetzt hier erst warten. Und außerdem werde ich jetzt noch warten. Es ist gerade früher Morgen. Ich muss noch 2 Stunden warten, bis der nächste Tagesplaner kommt. Oder? Ich verstehe gar nicht, wie lange ich warte. Achso, 2 Stunden noch, ja. Das werde ich als nächstes machen. Das kommt natürlich nicht in die Aufnahme. Wenn ich nach dem Schnitt gehe, es natürlich gleich weiter. Die Frage ist, ob da noch was passiert in Aufgabe 5 von 5. Ansonsten mache ich dann nämlich endlich mit Evil Monkey weiter. Hey, ich komme hier jetzt gerade von den Freundschaftsspielen und bin schon wieder total außer Atem. Ja, und wie man sieht, das nächste Quidditch-Kapitel ist noch nicht da. Aus diesem Grunde, hier ist nämlich auch nichts weiter. Bei Winky sind wir auch noch nicht auf dem Maximallevel. Da wir davon ausgehen, dass wir hier den Imp kaufen müssen und hier den Quinterpet und wir den Quinterpet schon haben, machen wir deswegen jetzt hiermit weiter. Guten Tag, wer hat hier ein Quinterpet verloren? Hagrid wird irgendetwas im Schilde und ich werde herausfinden, was es ist. Och, lass doch den armen alten Mann in Ruhe. Ich habe gehört, dass Hagrid ein neues Geschöpf gerettet hat. Ich frage mich, ob es gefährlich ist. Ich frage mich, was das sein könnte. Ich habe keine Ahnung. Normalerweise gefällt mir Hagrid zerzaust das Ziel, aber heute hat er einen besorgten Blick, der ihm überhaupt nicht steht. Oh, dann gucken wir uns doch mal den besorgten Blick an. Hallo, Hagrid. Du wolltest mich sehen, Junge? Klar, Cody. Ihr habt ab kurzem ein Geschöpf bei mir, das sich wieder erwarten als ziemlich anstrengend herausgestellt hat. Nun, extrem anstrengend, wenn ich ehrlich bin. Was genau meinst du damit? Ein netter Mann im Überkopf hat mir von einem seltenen Quinterpet erzählt, der gerettet werden musste. Und natürlich habe ich mich sofort darum gekümmert. Du hast einen Quinterpet gerettet? Nun, das erklärt das Foto, das wir in den Klitterer verkauft haben. Aufregend. Es gibt nur ein Problem. Das Ministerium hat von meinem fünfbeinigen Problem gehört und will es zurückverwandeln. Warum wollen sie das tun? Alten Geschichten zufolge waren Quinterpets früher Menschen, vor langer Zeit, bevor sie ihre aktuelle Form angenommen haben. Naja, also dann will ich ihn aber schon zurückverwandeln wollen.
Das Ministerium will diese Theorie schon seit Jahren untersuchen, aber sie haben noch nie ein Quinterpet gefunden, der eingewilligt hat. Quinterpets wollen also nicht in ihre ursprüngliche menschliche Form zurückkehren? Nun, dieser Quinterpet jedenfalls nicht. Darum bin ich auf dem Weg zum Ministerium, um für ihn einzutreten. Das Problem ist nur, dass ich eine vertrauenswürdige Person brauche, die auf den armen Kerl aufpasst, während ich dort bin. Und die dafür sorgt, dass er sich wie zu Hause fühlt. Ich passe ja gern auf dein Quinterpet auf, solange du im Ministerium bist. Das dachte ich mir auch, aber manche Leute haben andere Meinungen, was diese gefährlichen magischen Geschöpfe angeht. Und ich muss nur sicher gehen, dass du die richtige Person dafür bist, Cody. Wenn du den Quinterpet beschreiben müsstest, was wäre das erste Wort, das dir in den Sinn kommt? Diese fünfbeinigen Fellknäuel sind einfach total seltsam. Gerade du solltest wissen, dass man Lebewesen nicht nach ihrem Äußeren beurteilt, Cody. Selbst wenn sie fünf Gliedmaße und einen Maul voller Rasiermesser scharfer Zähne haben. Ich will ja nichts sagen, aber Cody hat auch fünf Gliedmaße. Glaube ich. Allerdings hast du in diesem Fall nicht ganz unrecht, schätze ich. Die Natur warnt uns auf ihre Weise nicht zu nahe zu kommen. Quinterpets beißen dir das Fleisch vom Knochen, wenn du ihnen auch nur den Hauch einer Gelegenheit gibst. Dann erinnere mich daran, ihnen keine Gelegenheit zu geben. Oder auch nur den Hauch einer Gelegenheit. Wie gesagt, Quinterpets sind keine harmlosen Knuddelmuffs. Sie sind extrem gefährliche Geschöpfe. Bitte, du kannst mir vertrauen, Henry, das weißt du doch. Ich vertraue dir, Cody. Ich möchte nur nicht, dass du verletzt wirst. Ich werde dir noch einige Fragen stellen, bevor ich entscheide, ob du wirklich der Richtige für diese Aufgabe bist. Och. Oh, schön. Da wird er gleich ein Level-Up bekommen. Das ist nett. Wenn du mir wirklich mit meinem Quinterpet helfen willst, musst du dich zuerst beweisen, Cody. Was ist, wenn du Ärger bekommst? Ich bitte natürlich einen loyalen Freund um Hilfe, der Rubius Hagrid heißt. Ich suche keinen Lehrer, denn der würde ja dann petzen und alleine, da würde ich Hagrid ja Angst machen. Also, das. Was? Na gut. Oh, das wird aber schwer. Was ist das Allerwichtigste? Den Tag retten, kostet es was es wolle. Vorsichtig sein oder auf Nummer sicher gehen, mit magischen Geschöpfen spielen. Ich weiß nicht, möchte Hagrid jetzt hören, dass wir vorsichtig sind? Ja, will er! Das passt aber nicht zu Hagrid. Was ist, wenn du Ärger bekommst? Ja, den ruf ich, dann geh ich zu einem Lehrer. Du bist besser vorbereitet, als ich erwartet hatte, Cody. Aber ich bin immer noch nicht ganz sicher. Ich bin noch nicht fertig mit dir, Junge. Dann stell mir doch noch einfach noch mehr Fragen und stell am besten nicht zweimal die gleiche Frage. Dann wirst du nämlich sehen, dass ich der Aufgabe gewachsen bin. Warum sind Quinterpets gefährlich? Sie fressen gerne Menschenfleisch. Was, schon ein bisschen makaber ist, wenn man bedenkt, dass sie mal Menschen waren. Sind also Kannibalen? Du hast zwar einige Fragen richtig beantwortet, aber auf einen Quinterpet aufzupassen ist wirklich gefährlich, weißt du? Ich bin bereit für diese Aufgabe. Außer Littlefinger wäre auf Maximallevel, dann würde ich mich darum erst kümmern. Lass mich dir beweisen, Hagrid. Wer ist zuständig bei einer Verletzung? Naja, gut, wenn ich vorhin schon zu den Lehrern sollte, soll ich jetzt wahrscheinlich zu meinem Pomfrey. Ja. Na, geschafft. Sehr schön. Ich bin beeindruckt, Cody. Du weißt wirklich eine Menge über den Umgang mit diesen gefährlichen Geschöpfen. Und? Hab ich Level Up? Hey! Frechheit. Okay, Cody, du hast mich überzeugt. Anscheinend bist du wirklich der Richtige für diese Aufgabe. Meinst du das ernst? Ich war mir nicht ganz sicher, aber jetzt wird mir klar, dass ich nicht das erste Mal, dass du unter gefährlichen Bedingungen arbeitest. Du hast Gulliver beigebracht, Feuer zu spucken. Es wird nicht einfach, aber wenn du mir helfen möchtest, dann nehme ich deine Hilfe gerne an. Danke, Hagrid. Ich werde dich nicht enttäuschen. Versprochen. Yeah. Komm bald in meinen Garten, wenn ich dich meinem Quinterpet vorstelle. Ja, jetzt? Ich habe noch einen Energiepunkt, also ich... Quinterpet freischalten, ja? Ja, komm, wir gehen direkt runter, ja, Hagrid? Ach, ich hol mir hier Fang hat sogar noch einen Energiepunkt für mich. Das ist ja nett von Fang. Dann gehen wir mal in Hagrids Garten. Diesmal nicht zu einem Date, sondern... Ja, ich mache regelmäßig Dates, um die anderen Dates auch alle freizuschalten. Aber diesmal möchte ich tatsächlich zu Hagrid und ich hoffe nicht, dass der auch ein Date mit mir will. Hallo!
in der Haar. Da bist du ja, Cody. Ich hatte gehofft, dass du vorbeikommst, bevor ich mich zum Ministerium aufmache. Natürlich, Hagrid, ich helfe dir doch gerne. Ha! Na schön, es ist an der Zeit, dir Kaelin, den Quintrappet, vorzustellen. Kaelin? Wir sind Kaelin, ich dachte, das ist Evil Monkey. Ja! Ja, mein Großer, komm raus, hol mir doch, bis Kaelin. Hallo? Sag mal, Hagrid. Wo ist Kaelin? Existiert Kaelin wirklich? Das ist eine gute Frage, Cody. Der Mikkel ist leider etwas schüchtern. Ich habe mich bemüht, ihm ein angenehmes Zuhause zu bieten, aber er hat sich im Kürbisfeld versteckt, seitdem er angekommen ist. Hm. Hast du irgendeine Idee, was ihm fehlen könnte, Cody? Spannender wäre es, wenn er verletzt wäre, aber... Ach, der Arme. Ich möchte doch nicht, dass er verletzt ist. Vielleicht fürchtet Kaelin sich davor, herauszukommen. Das muss es sein! Er ist es gewöhnt, Angst und Schrecken zu verbrennen und auf einmal wird er gesucht. Kaelin spürt bestimmt, dass ihn das Ministerium zurückverwandeln möchte. An seiner Stelle würde ich mich auch verstecken. Sollen wir zum Kürbisfeld gehen und versuchen, ihn zu finden? Nein! Wir wollen ihn schließlich nicht aufschrecken. Wir sollten abwarten, bis er von sich aus herauskommt. Ja. Lass uns dafür sorgen, dass er sich willkommen und sicher fühlt. Vielleicht kommt er dann heraus, um dich kennenzulernen. Okay. 5 Sterne. Oh. Geh mal ganz kurz in meinen Schlafsaal. Nur, hat keinen besonderen Grund. Ich muss nur mal kurz in den Schlafsaal was holen. Ja? Jetzt fühle ich mich besser, Hagrid. Also, komm, ja, schau mal, wie es Kaelin geht. Kaelin, wo bist du? Vielleicht kommt Kaelin aus seinem Versteck, wenn er Nahrung riecht. Hier sind noch 2 Menschen. Riechen wir nicht nach Menschennahrung? Ich glaube, ich habe ihn gerade gesehen. Da, hinter dem Kürbis, oder? Hinter dem Kürbis vielleicht? Ich wollte auf den Kürbis drücken, nicht auf Hagrid. Bist du da drin, Kaelin? Komm her! Ja, ich schau, ja, ist er da. Der Kürbis hat sich gerade bewegt, eindeutig. Kaelin versteckt sich bestimmt hinter einem dieser Kürbis. Hinter welch? Glaubst du, Kaelin kommt heraus, wenn ich pfeife? Vorsichtig, du darfst ihn doch nicht erschrecken. Ja, ich höre ja schon auf ihn pfeifen. Ah, dann wink ich halt. Ich könnte Kaelin freundlich zuwinken, damit er sieht, dass ich ihm nichts Böses will. Mit seinem Hip Quinterpet, er sollte ja mir Böses wollen. Hagrid, du hast erwähnt, dass Kaelin gerne Fleisch frisst. Sollen wir versuchen, ihn mit einem Snack herauszulocken? Ich könnte ihm meinen Arm hinwerfen. Das ist eine hervorragende Idee, Cody. Warum greifst du nicht in deinen Futtersack und holst eine Leckerei heraus, in die Kaelin seine Zähne schlagen kann? Ja. Ganz oben, über den kleinen Tierfutterdingern, war ein ganzes Steak. Hervorragend, dieses Stück Fleisch sollte genau das Richtige sein für Kaelins Appetit. So. Sieh nur, da kommt er. Ach, da ist er, ja. Hallo. Oh, jetzt tatsächlich verletzt. Ach, der Arme. Komm, futter erstmal was. Und dann gucken wir uns seine Verletzung an. Aber junge Kaelin, ich hätte mir denken können, dass du dem Geruch von frischem Fleisch nicht widerstehen kannst. Und was sichern geht, Cody. Du bist ein wahres Genie. Los, stell dich ihm vor. Aber sofort! Ja, bitte friss mich nicht, Kaelin, ja? Ich habe einen Freund von dir. Oh nein, irgendwas stimmt mit Kaelins Arm nicht. Also mit einem von seinen 5. Kein Wunder, dass er sich in letzter Zeit so sehr zurückgezogen hat. Der Mikkel hat sich eines seiner Beine gebrochen. Was denn jetzt, Bein oder Arm? Vielleicht können wir sein Bein mit etwas von Madame Pomfrey's Scalewachs heilen. Ja, das würde bestimmt funktionieren. Aber bevor du Kaelins Bein mit irgendeinem Heilmittel behandeln kannst, musst du dich zuerst mit ihm anfreunden, damit er dich in seiner Nähe lässt, ohne dir deinen Arm abzubeißen. Und wie soll ich das anstellen? Wie bereits gesagt, du musst dafür sorgen, dass er sich wie zu Hause fühlt. Hier gibt es jede Menge Experten, die dir dabei helfen können, während ich im Ministerium bin. Zum Beispiel Professor Kesselbrand. Und er ist nicht der einzige Experte, den ich kenne. Da wäre dann auch Liz Tuttle. Und das war's. Barnaby vielleicht. Ich werde die besten Experten versammeln, die unsere Schule zu bieten hat. Und gemeinsam werden wir dafür sorgen, dass sich Kaelin wie zu Hause fühlt. Ein Quintuplet in Not, ich komme sofort in Hagrid's Garten. Okay, machen wir morgen.